Hey Max, du, ich habe ein Problem. Und zwar, ich mache eine tolle Studie, so eine Multicenter-Studie mit vielen Kliniken. Und wir haben Daten gesammelt an Patientendaten mit Hämoglobinwerten und haben gesagt, wir korrelieren das mit dem Ort, wo die wohnen. Und dann schauen wir mal, was dann rauskommt. Und jetzt habe ich dann den Datenschutzbeauftragten gefragt, war auch so blöd, ich habe den gefragt, ob ich das denen schicken darf. Und sagte der, nö, hat er gesagt, ich habe ihm die Tabelle gezeigt. Hat er gesagt, ja, nee, erstens mal hätten Sie Ihre Tabelle pseudonymisieren müssen, das haben Sie im Datenschutzmanagementvertrag gesagt gehabt, dass Sie es machen. Und zweitens muss ich das anonymisieren, was ich da rausschicke. Ich habe gedacht, habe ich doch gemacht, ich habe die Namen entfernt und gut ist. Hat er gemeint, nee, geht nicht, das Postleitzahl drin, das ist alles nicht gut. Und Geburtsdaten auch. Max, was mache ich jetzt? Okay, jetzt lass uns erstmal die Daten vielleicht anschauen. Ah, da ist die Tabelle. Also, das ist eigentlich eine ganz einfache Tabelle. Und zwar, erste Spalte ist die Patienten-ID aus dem Krankenhaus, die zweite und dritte Spalte ist der Name vom Patienten, dann Geburtsdatum, Hämoglobinwert und Postleitzahl. Ich habe einfach nur die ersten drei Spalten weggemacht und dann ist gut, oder? Dann ist Geburtsdatum, Hämoglobinwert, Postleitzahl. Kann keiner Mensch mehr rausfinden, wer das ist. Ja, das denkt man so. Aber machen wir mal ein kurzes Gedankenexperiment. Es gibt 80 Millionen Deutsche ungefähr und es gibt ungefähr 8000 Postleitzahlen. Wie viele Leute wohnen durchschnittlich unter einer Postleitzahl? 10.000 ungefähr, Pi mal Ja, Daumen. ungefähr. Gar nicht so schlecht. Jetzt in deiner Studie, ja, da hast du ja irgendwie wahrscheinlich nur Erwachsene genommen, die wahrscheinlich so einigermaßen gesund sind, Also also so in 20 bis 60 waren die alt. zwischen 20 und 60. Das heißt 40 Jahre. So, wie viele mögliche Geburtstage gibt es jetzt zwischen 20 und 60, also in 40 Jahren? Naja, 365 mal 40, also so Pi mal Daumen, 14, 15.000. Okay, und jetzt kann man ja schon sehen, 15.000 ist mehr wie 10.000. Das heißt, wenn du jetzt den Geburtsdatum kennst und du kennst die Postleitzahl, dann ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass du nur eine mögliche Kombination kriegst und die Chancen sind eigentlich ganz gut, den Patienten identifizieren in deinem anonymisierten Datensatz. Bist ein schlauer Fuchs. Ich weiß schon, warum ich dich immer anrufe. So, aber was mache ich jetzt damit? Ich meine, ich kann ja nicht einfach das Geburtsdatum weglassen. Dann weiß ich ja gar nicht mehr, wie alt die sind. Richtig. Ich zeige dir jetzt ein Tool, das wurde von schlauen Leuten entwickelt, das genau dafür da ist. Okay, Fabian, hier haben wir ein Tool, das hilft dir, deine Daten zu anonymisieren. Dieses Tool heißt ARX, das kannst du dir runterladen, das steht auch in der Description von dem Video. Das Und ist ich zeige kostenlos. dir, das ist komplett kostenlos. Ich zeige dir Wie kenne ich jetzt, das wie nicht? man damit deine Daten richtig anonymisieren kann. So, sagen wir hier einfach Studie. So, jetzt erstellen wir ein Projekt. Wunderbar. Jetzt als nächstes importiere ich die Daten als CSV-Dateien aus. Wähle die Studie aus und das Programm lädt dann praktisch die Daten ein. Was es dann auch schon machen kann, ist, das erkennt zum Beispiel, dass es ein Datumsformat ist. Wunderbar, alles eingeladen. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie du Daten anonymisieren kannst, ja. Das erste ist durch die Suppression von Informationen und Suppression heißt einfach, dass man sie weglässt. In deinem Fall sind das natürlich die Sachen, die du nicht willst oder die du auch nicht brauchst, wie zum Beispiel die Daten oder die Patienten-IDs. Und die zweite Möglichkeit ist die Generalization, also man vergröbert die Daten. In dem Tool kann man jetzt hier für jedes Datenfeld angeben, was für einen Typ wir haben. Also haben wir hier identifizierende Daten. Patienten-ID ist eindeutig identifizierend. Vorname ist natürlich auch identifizierend. Nachname ist auch identifizierend. Und die werden alle weggelassen. Jetzt kommen wir zu den Geburtsdaten und die sind quasi identifizierend. Und Also die sind quasi, wenn ich andere Informationen habe, kann ich die nutzen, um das wiederherzustellen. richtig. Und da du die ja noch benutzen wirst, wollen wir diese Daten eigentlich nur vergröbern. Okay? So, um die zu vergröbern, müssen wir jetzt noch zwei Dinge tun. Wir müssen erstens ein Vergröberungsschema geben und dafür kreieren wir eine sogenannte Hierarchie. Und was wir hier einfach sagen ist, in welcher Abstufung wollen wir
diese Daten vergrößern. Und was ich jetzt erstmal als Anfang vorschlagen würde, ist, der Algorithmus soll erstmal versuchen, die nach Jahren zu vergröbern. Und wenn das noch nicht reicht, dann soll er nach Dekaden vergröbern. Moment mal, das heißt quasi, dass der das, das muss man mir nochmal erklären. Das heißt jetzt, dass der das Jahr und einfach den Monat und den Tag weglässt. Genau. Ah, das ist ja schlau. Das ist eigentlich auch irgendwie offensichtlich schlau, aber das ist gut, ja. Okay, Ja, gefällt mir. aber vielleicht reicht es für deinen Datensatz nicht. Wir müssen nämlich auch sagen, irgendein Kriterium geben, damit man das eben auch nicht mehr zurückrechnen kann. Weil Wie wenn du merke ich, nur also ein... wie merke ich das? Was für ein Kriterium kann das sein, dass jetzt, also wann merke ich, dass das gut ist? Genau. Und dafür gibt es die sogenannte K-Anonymität. Und K-Anonymität bedeutet einfach, dass du sagst, wie viele Datensätze oder Patienten du in einer Gruppe haben willst. Das heißt, wir nehmen jetzt hier K-Anonymität von 2. Das bedeutet, wir vergröbern diese Geburtsdaten so, dass wir mindestens 2 Patienten in einem Zeitraum haben. Ah, und das heißt, ich weiß nicht, auch wenn ich weiß, dass der Patient bei mir in Behandlung war und ich weiß, was sein Geburtsdatum war, kann ich nicht wissen, welche Datensatz er ist, weil der nochmal einen anderen gibt, der identisch aussieht. Genau, und dann der Hämoglobinwert, der ist eigentlich insensitiv und die Postleitzahl brauchst du auch nicht unbedingt. So, jetzt lassen wir das Tool seine Magic machen, sozusagen. Dafür klicken wir hier einfach auf dieses Häkchen und damit starten wir die Anonymisierung. So, jetzt ist sie fertig und jetzt Hammer. können wir uns auch die Resultate anschauen. Und was du siehst, ist hier unsere ursprüngliche Tabelle und auf der rechten Seite sehen wir jetzt die anonymisierte Tabelle. Das heißt, hier sieht man, da wurden die ganzen Werte weggelassen und das Geburtsdatum wurde jetzt vergrößert. Und anscheinend hat es nicht ausgereicht, einfach nur Tag und Monat wegzulassen, sondern man musste wirklich auf die Dekade gehen und man sieht es einfach daran, hinter diesen grau und weiß hinterlegten Sachen sind praktisch die verschiedenen Gruppen markiert. Und wie man sehen kann, ist, wir haben jetzt immer mindestens 2 Patienten in diesen Gruppen. Und damit hat jetzt unser Datensatz eine K-Anonymität von mindestens 2. So, aber jetzt mal, Moment mal, nicht so schnell. Ich bin ja ein bisschen blöd. Und das Problem ist jetzt aber, wenn ich das denen jetzt den rüberschicke in diese Studiengruppe, dann gucken die ja auch nach den Werten und sagen dann, ja, der Patient, eine, der hat ja einen HB-Wert von 20, das ist ja gefährlich. Und dann sagt er hier, Fabian, ruf den mal an und sag ihm mal, dass das gefährlich ist. Und dann, ich weiß ja nicht mehr, wer der ist. Genau, und jetzt kommen wir zur Pseudonymisierung. Erstmal exportiere ich noch die Daten. Hier kann man sie wieder als CSV-Datei rauslassen und anonym schreiben wir mal. So kann man das dann praktisch auch wieder in Excel oder in irgendeinem anderen Programm exportieren. So, jetzt aber noch mal ganz kurz für Blöde für mich. Pseudonymisierung. Kannst du mir das nochmal erklären? Wie mache ich das? Genau, also du willst deine Patienten praktisch wieder identifizieren. Allerdings soll der Datensatz trotzdem für den, der ihn auswertet, anonym bleiben. Okay? So, das kannst du über sogenannte Pseudonymisierung machen. Und was du dabei tust, ist, du tauschst praktisch einfach die Namen aus. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu unserem Beispiel. Wir haben einen Namen und den HB-Wert. Okay? So. Was wir jetzt machen, ist, wir spalten diese Tabelle auf. Wir spalten diese Tabelle auf in Namen und den HB-Wert. Und diese beiden Tabellen werden dann nur verbunden über ein Pseudonym. Und wie das passiert ist, wir trennen die Namen ab und wir weisen jedem Namen ein Pseudonym zu. Dieser Pseudonym sollte komplett zufällig sein. Er sollte nicht zurückführbar sein auf den Namen. Also in dem unserem Beispiel jetzt Max Müller wird zu XYZ. Ja. Und jetzt ersetzt man einfach alle Namen aus dieser anderen Tabelle mit eben diesem Pseudonym. Das heißt, XYZ kriegt den HB-Wert 13,4 zugewiesen. Ja. Und das macht man einfach für alle Namen.
Und so hat man jetzt praktisch diesen ursprünglichen Datensatz aufgeteilt in zwei Tabellen. Diese Schlüsseltabelle, sogenannte, wo die Namen drinstehen und die Pseudonyme drinstehen, die behältst du. Und den anderen Datensatz kannst du dann zur Auswertung geben. Weil derjenige, der es auswertet, weiß nicht, was diese Pseudonyme bedeuten. Wenn es jetzt Auffälligkeiten gibt, kannst du alleine diesen Pseudonym wieder auflösen und dann die richtige Person identifizieren. Okay, gut. Ich glaube, das habe ich jetzt kapiert. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Das heißt, ich kann einfach jetzt dieses Tool verwenden, um die Daten rauszugeben. Dann ist mein Datenschutzbeauftragter auch zufrieden. Ich kriege keinen Ärger, weil doch irgendeiner herausgefunden hat, dass ich Daten rausgegeben habe. Und mit dem Pseudonym merke ich mir auch allgemein für meine nächste Studie, dass ich das dann gleich richtig pseudonymisiere. Super, vielen Super. Dank.